Jawohl, guten Abend aus Darmstadt, guten Abend vom Böllenfalltor. Wir sind in Darmstadt dabei zum letzten Spiel dieses 11. Spieltages. Am Montagabend Darmstadt gegen Nürnberg live aus dem Stadion am Böllenfalltor und freuen uns auf diese Partie. Der Tabellen-7. Gegen den Tabellen-11. Nürnberg als Absteiger auf Platz 11 hinter Darmstadt platziert. Das ist keine Top-Partie dieser zweiten Bundesliga, dennoch aber vielleicht noch ein entscheidendes Spiel, vielleicht ja wichtige Punkte für den Sieger dieser Partie. Oder aber eine Punkteteilung. Alles möglich. Wir schauen auf die Aufstellung von Darmstadt 98. Martini am Tor. Balogun, Brigeri, Sudo, Stegmeier in der Verteidigung. Seiler, Behrens, Doppelsechs. Kempe rechts, Heller links, Gondorf und vorne Dominik Strohengel für den SV Darmstadt 98. Der vielleicht als Außenseiter vor der Saison in die Partie gegangen wäre. Momentan sind sie vielleicht sogar leicht favorisiert. Nürnberg mit Cheluska Stark, Petrak Bier weiter in der linken Verteidigung. Krakowski bleibt im Tor. Vorne Silvestre, Mlapa dazu auf der Bank. Sie sind von den Spielern her gesehen vielleicht im Vorteil, der erste FC Nürnberg. Aber schaut man auf die Saison, die die Nürnberger gespielt haben, dann ist auch klar, dass sie sich erstmal zeigen müssen, dass sie diese Darmstädter erstmal besiegen müssen, dass sie erstmal ihre guten Momente brauchen müssen. Hier bei Darmstadt, dass sich über den Kampf gezeigt hat, dass sich über die Mannschaft zeigt, sicherlich auch über Dominik Strohengel, der die Tore machen soll. Am 10. Mai stieg Nürnberg ab, am 19. Mai stieg Darmstadt auf. Vor einem Jahr wären es 2 Ligen Unterschied gewesen, jetzt ist es die Partie in der zweiten Fußball-Bundesliga und Nürnberg wird anstoßen in Rot von rechts allerdings. Die letzten Punkte sind zu vergeben, die letzte Partie am Böllenfalltor läuft 25 Jahre nach dem letzten Duell dieser beiden Mannschaften. Damals gewann Nürnberg 4:0 und stieg am Ende der Saison in die Bundesliga auf. Darmstadt blieb zweitklassig und brauchte ja auch lange, um mal wieder zurückzukommen Richtung zweite Liga. Stegmeier ist das, der heute Linksverteidiger sein wird. Alternative wäre Fabian Holland gewesen, bekannt aus seiner Zeit bei Hertha. Aber hier spielt eine Mannschaft, die sich nahezu kennt aus der letzten Saison aus der dritten Liga. Mit Stegmeier, mit Seider, die Positionen, bei denen es Unsicherheiten gab, wurden fast immer zu etablierten Darmstädter Spielern entschieden. Mit Ausnahme der Innenverteidigung, dort spielt mit Romain Brigeri ein ehemaliger Dresdner, der vor der Saison vom Absteiger zum Aufsteiger kam. Candeias für Schöpf und Cheluska. Erster Einwurf für Nürnberg. Schöpf für Füllkrug reingespielt. Nürnberg ja am Freitag vor anderthalb Wochen mit dem Heimspiel gegen Leipzig. Dort das 1:0. Der Sieg gegen die Leipziger durch das Tor von Alessandro Schöpf. Ganz wichtiger Erfolg für die Nürnberger, endlich mal wieder die Kurve zu bekommen. Endlich mal wieder eine Rolle zu spielen. Um mit dem Sieg gegen die Aufsteiger aus Leipzig auch mal wieder Punkte zu holen. Umso wichtiger auch für den Absteiger aus der Bundesliga jetzt nachzulegen gegen Darmstadt und ja eventuell allmählich mal wieder in der Tabelle Boden gut machen und mal wieder nach oben schauen. Denn wie ein Aufsteiger hat sich Nürnberg in dieser Spielzeit noch lange nicht präsentiert. Freistoß, Brigeri. Ins Nichts für Strohengel gedacht. Das war Bier, der Linksverteidiger, der jetzt erstmal liegen bleibt, zunächst nicht weiterspielen kann. Partie läuft weiter, Bier steht schon wieder und Bier macht weiter mit. Nürnberg kann zunächst mit dem Linksverteidiger weitermachen. Strohengel, Kempe. Gut gespielt und gut zur Stelle gegangen gegen Kempe. Wichtig diese Verteidigungsaktion in dieser Angriffsbewegung der Darmstädter. Stegmeier
Heller für Gondorf, mal schnell gespielt, da war die Hand draußen. War zumindest meine Ansicht, wurde nicht geahndet. Für mich ein ganz klares Handspiel, die Flanke von Gondorf war gut, war abgefälscht vom Nürnberger und ich meine, es war mit der Hand. Glück für den Club, wenn es sich bestätigt, dass diese Flanke so abgefälscht wurde. Candeias kommt nicht durch gegen Heller und gegen Seiler, gedoppelt von der erfahrenen Darmstädter Mannschaft. Gondorf. Das ist Alessandro Schöpf, der von den Bayern kam, von der zweiten Mannschaft des FC Bayern München. Vor anderthalb Wochen, wie gesagt, Siegtorschütze gegen Leipzig und auch heute in der Startelf. Candeias kommt nicht zum Kopfball. Und da wäre mal etwas Platz für Strohengel. Gondorf mitgelaufen. Heller. Behrens, schöner Doppelpass mit Heller, aber es fehlt die Anspielmöglichkeit vor Bayern. Bier, Heller, jetzt hat er mal Platz. Auf der rechten Seite reingespielt und das ist das 1:0 für Darmstadt. Herrlich gespielt über rechts, über Heller. Und dann verwandeln sie in der Mitte diesen Ball, der völlig frei durch den Strafraum unmittelbar vom Tor der Nürnberger rollt. Das erste Tor des Tages. Darmstadt geht in Führung gegen den ersten FC Nürnberg. Martinia feiert auf der anderen Seite, aber viel zu passiv. Jerome Gondorf, erster Treffer an diesem Abend. Und der Rückstand für den Bundesliga-Absteiger gegen den Drittliga-Aufsteiger. 20 Minuten gespielt. Nürnberg fehlt auch heute eine ganz klare Linie in Darmstadt. Und sie brauchen jetzt dringend die Reaktion über Silvestre. Ansonsten droht die nächste Niederlage, der nächste Misserfolg. Und dann wird in Nürnberg sofort wieder geredet werden. Candeias gibt Freistoß oder Strafstoß? Ich glaube, es gibt Strafstoß, das Foul im Strafraum von Stegmeier an Candeias. War knapp, meine ich, auf der Linie. Aber es ist ganz klar im Strafraum, es gibt Strafstoß für Nürnberg und das ist eine harte Entscheidung. Aber wenn er Foul gibt, dann muss er auch den Elfmeter geben und die Chance zur unmittelbaren Antwort für den ersten FC Nürnberg. Jakub Silvestre dann für Nürnberg, leicht verzögert und verwandelt. 1:1. Jakub Silvestre trifft für Nürnberg. Aus dem Spiel wenig, dann über den Elfmeter und Nürnberg kommt wieder zurück nach der kurzen Führung durch ihn, durch Jerome Gondorf, der sich jetzt natürlich auch ärgert, weil sein Führungstreffer damit ausgeglichen wurde durch Silvestre. Hart unter die Latte, wenig zu machen für Martinia, mit Tempo geschossen, gut gemacht, starker Elfmeter von Jakub Silvestre, mutig vor allem. Nicht leicht, nicht ins linke Eck platziert, sondern einfach draufgehauen. Und der Ausgleich für Nürnberg. Vier Minuten hat es gedauert. Vier Minuten war Darmstadt vorne. Und jetzt ist der Bundesligist wieder dabei und hat wieder alle Möglichkeiten durch dieses Geschenk der Darmstädter Verteidigung durch Stegmeier, der Candeias im Strafraum faulte. Und das in einer nicht mal so gefährlichen Situation. Tor verschenkt von der Darmstädter Verteidigung. Behrens. Nochmal Hanno Behrens für Balogun. Schön gespielt. Von Petrak gestoppt. Das war zu einfach gegen Hanno Behrens. Candeias. Nächster schneller Angriff. Silvestre hat Platz auf der rechten Seite. In der Mitte
wäre Alessandro Schöpf und er wird gefunden, aber nicht ganz den Druck hinter den Ball gekriegt. Halbe Stunde Alessandro Schöpf aus dem Spiel heraus mal Gefahr vorm Darmstädter Tor, weil die Nürnberger mal einen Angriff zu Ende kriegen. Schon wieder Schöpf, die große Hoffnung in Franken beim Club, die ja viele Transfers getätigt haben. Auch Koch, der jetzt am Ball ist, kam aus Dresden vom Absteiger Jürgen Mössmer aus Aalen und eben Silvester, der aus Aue kam. Herber Verlust fürs Erzgebirge. Jakob Silvester für Schöpf. Klasse gemacht! Pfosten und Tor für Nürnberg! Sie drehen diese Partie. Alessandro Schöpf, das nächste Tor für Nürnberg. Und die Führung dank des Pfostens, dank des linken Torpfostens, der diesen Ball ins Tor reinbringt. Glück für Nürnberg, aber zu einfach kombiniert. Silvester und Schöpf im Zusammenspiel bringen Darmstadt in Rückstand. Und er trifft schon wieder für Nürnberg und das zu einem wichtigen Treffer. Schon wieder das Führungstor durch Alessandro Schöpf, wie vor anderthalb Wochen zu Hause gegen Leipzig. Jetzt in Darmstadt. Und jetzt brauchen die Darmstädter die Reaktion an diesem sehr torreichen Montagabend. Halbe Stunde gespielt, schon drei Tore am Böllenfalltor. Stegmeier. Kempe. Abgegrätscht, hart, aber gut gemacht gegen Kempe. Gondorf. Wieder Schöpf am Ball. Wieder für Silvestre. Ähnlicher Angriff wie vorhin schon mal gesehen. Über die rechte Seite, über Silvestre. Und der läuft rein, findet Robert Koch. Und der verfehlt das Tor nur knapp. Nächste Chance Nürnberg. Wieder über Silvestre eingeleitet. Diesmal Koch bedient. Und der Mann, der aus Dresden nach Nürnberg kam, verfehlt das 3:1 nur knapp für die Nürnberger. Spielen jetzt deutlich besser jetzt in die Partie gefunden. Viel mehr Ballbesitz für die Gäste aus Nürnberg. Deutlich ansehnlicher als noch zu Beginn der Partie. Seider. Gondorf, Kempe, kaum noch eine Torchance für Darmstadt. Jetzt mal Stegmeier. Czeluska ist da gegen Kempe. Sudo, der Kapitän der Darmstädter. Nächster langer Ball für Kempe. Der kommt an, wenn er an diesen Ball noch rangeht. Nicht ganz dann den Ball unter Kontrolle gekriegt. Kempe auf der linken Seite und nochmal der Torschütze im Bild, Alessandro Schöpf. Gut bedient, aber natürlich ist Darmstadt da zu passiv gegen Schöpf in dieser Aktion. Verteidigt nicht gut genug gegen den torgefährlichen Nürnberger. Und das rächt sich dann, wenngleich Nürnberg natürlich auch Glück hatte, dass dieser Ball vom Pfosten noch ins Tor prallt. Mössmer früh attackiert, Nachspielzeit des ersten Durchganges läuft am Böllenfalltor und es droht die dritte Saisonniederlage der Darmstädter. Einmal zu Hause verloren, es droht der nächste Misserfolg. Wenn das nicht verbessert wird, Silvester, schön gespielt, Füllkrug wartet, Niklas Füllkrug, wieder Schöpf im Strafraum, auch Koch dabei, Robert Koch bleibt am Ball, Schöpf, sie kriegen den Ball nicht weg, Martinia und Silvestre ans Außennetz,
aber auch im Abseits die Fahne oben für Jakub Silvestre. Dennoch eine riesige Möglichkeit auch davor für Koch, dann Füllkrug. Und hier steht Schöpf, Silvestre, Verzeihung, ganz knapp im Abseits, richtig entschieden gegen Nürnberg. Das dürfte dem Club weiter Selbstvertrauen geben für die zweite Halbzeit hier am Böllenfalltor. 2:1 Halbzeit in Darmstadt. Nürnberg führt verdient. Nach einer schwachen Anfangsphase haben sie die Kurve gekriegt, 2 Tore geschossen, das 0:1 gedreht. Alessandro Schöpf wieder Torschütze, genauso wie Jakub Silvestre nach dem Elfmeter. Kurze Pause in Darmstadt, wir sind gleich zurück zum zweiten Durchgang. Darmstadt gegen Nürnberg am Montagabend hier am Böllenfalltor. Bis gleich.